Oh, Level Up. Oh, ich habe zwei. Habe ich einen Punkt vergessen, mich auszugeben? Scheint so, ne? Warte mal, können wir direkt mal gucken? Ja, nein, vielleicht. Okay. So, hier. Die Frage ist. Hier haben wir ja schon zwei Sachen. Kann ich hier noch irgendwas Cooles? Jeder. Okay. Haben wir noch irgendwas Schönes? Aktuell Ausdauer zu niedrig. Können Zeichen mit Hilfe Adrenalinpunkte gewirkt werden? Ja. Ambushbolzen machen mehr Schaden. 10 Punkte pro Sekunde. Die Kampfbühne ist. Ich weiß nicht. Hier haben wir noch ein bisschen mehr Leben. Das könnte vielleicht gar nicht mal so schlecht kommen. Fokus. Boah, ich weiß nicht. Ich glaube, die wichtigsten Sachen haben wir jetzt echt schon geskillt. Könnte ich in der Theorie hier noch ein bisschen weitermachen, ne? In der Theorie. Oder haben wir hier noch irgendwas Krasses? Erhöht den Schaden bei schnellen Angriffen um 5%. Das wäre natürlich auch gar nicht mal so verkehrt, ne? Was ist hier? Ich weiß nicht, womit machen wir mehr? Ich glaube, wir machen tatsächlich wirklich mehr mit unserer Waffe, ne? Also wäre es, glaube ich, ganz cool, wenn wir tatsächlich das hier skillen, oder? Was haben wir hier noch Schönes? Kriegstrance. Das Landen von Treffern im Kampf erzeugt Adrenalinpunkte. Jeder Adrenalinpunkt erhöht die Waffenschaden um 10%. Schaden erlitten wird. Okay. Was ist hier? Verteidigung. Wenn Pfeil abgelenkt. Ja, ich glaube, das wäre am geilsten, oder? Da hätten wir nochmal 10% mehr Schaden. Was haben wir hier dann? Wäre nochmal hier. Erhöht die Reichweite. Schaden von Igni wird höher. Boah, ich weiß nicht, also das hier kann uns durchaus helfen, wenn wir mal irgendwie mal Gegner überzeugen müssen. Ja, das hat man ja vorhin schon, wo die ganzen Soldaten da vor dem Haus des Weidlers waren, da hätte man die auch täuschen können. Ich glaube, da können wir lieber hier noch ein paar Punkte ausgeben. Dann können wir vielleicht mehr Leute täuschen. Ja, später werden wir wahrscheinlich auch noch höhere Level brauchen. Ich glaube, ich mache das erstmal. Ja. Ich glaube, ich mache erstmal das. Ja, ist wahrscheinlich nicht die beste Wahl, mag ich zugeben. Aber ich glaube, an der Stelle. Gar nicht mal so verkehrt. Habe ich noch? Oh, ich habe auch keinen Mutagen mehr. Naja. So, Punkte haben wir keine mehr. Das heißt, wir können jetzt weitermachen. Soll ich jetzt einfach hier meditieren oder was? Meditiere jetzt einfach mal. Let's do it. Oh. Gucken, ob es hilft. Muss er jetzt hier scheinbar irgendwie warten. Hat es jetzt schon geholfen? Wie gespeichert. Hört zumindest etwas. Wow, jetzt macht er nochmal warten? Ach nö. Ich habe doch jetzt schon 12 Stunden fast gewartet. Mitternacht, Azuki. Bei der Macht des Blutes, ich rufe dich. Bei deinem Namen flehe ich dich an. Höre mein Rufen und erhebe dich, Dea. Erhebe dich, Dea! Au! Führe mich zu denen, die mit ihrem Blut an dich gebunden sind. Hübscher ist das Kind jetzt nicht geworden, oder? Familienangelegenheiten. Quest aktualisiert. So, jetzt müssen wir einfach hinterher. Haben die immer noch Salz vor der Tür? Jetzt muss der mal gucken. Du kommst wieder. Nee, ist kein Salz mehr vor der Tür. Also seht ihr, Freunde. Ja, auch die Umgebung wird passend zur Story. Hilfe! Was ist denn? Nein! Hä? Hast du... Hä? Ach, wegen dem Tölpelbold? Die haben Angst vor dem Tölpelbold. Ha! Wobei scheinbar nicht alle, ne? Nur ein paar. Mami. Dieser verfluchte Drecksregen. Naja. Lass mich leben. Ja, nein, vielleicht. Wenn ich Bock drauf habe. Aber es ist super lahmarsch unterwegs, ne? Also würde es gar nichts bringen, wenn ich jetzt auch plötzlich unterwegs wäre. Sehe ich richtig oder sehe ich falsch? Warum macht auch eine? Oh, ein Ertrunkener. Ich lauf einfach durch jetzt, ja?
hoffe, es ist nicht ganz so schlimm. Ey, lass mich in Ruhe. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich tue euch nichts, ihr tut mir nichts. Ja, that's the deal. That's the deal. Bin mal gespannt, wo es jetzt hingeht. Ich glaube, ich muss... Warte mal, sag mal. Ein bisschen klauen. Nebenbei klauen. Oh, war das ein Bärenfell? Also Lavendel haben sie hier drin jedenfalls nicht gelagert. Aber vielleicht sollte ich einen Blick riskieren. Ah, ich muss jetzt einmal eh gucken. Warte mal. Sag mal hier. Arm, Ralf. Eine von ihnen muss ihn verloren haben. Armreif. Hätte auch von jedem anderen sein können, oder nicht? Mal hier auch nochmal kurz einmal looten. Loot, loot, loot. What is that? Kleidung? Zogen die sich hier etwa um? Ja, die haben sich nackig gemacht. Weißt du Bescheid? Ich will jetzt auch nochmal gucken. Hallo, ich möchte gucken. Ich möchte... Ein Hufeisen? Kein Pech, sie, da könnte sich ein Pferd leisten. Sie waren beide hier. Ich bin auf dem richtigen Weg. Schon sehr diskriminierend, sie ja. Mir noch was zeigen. Den Pechsiedern gegenüber. Vielleicht war es ja ein sehr guter Pechsieder, der ein bisschen mehr Kohle hatte. Vielleicht hat er auch einfach nur reich geheiratet. You never know. Mach doch mal schneller jetzt. Hallo, das soll kein Spaziergang werden. Außerdem, ich werde hier nass bis zum geht nicht mehr. Hätten wir es nicht lieber tagsüber machen können? Wobei tagsüber hätten wir wahrscheinlich hier der nicht so gut gesehen. Wenn die so krass leuchtet. Geht dann nachts wahrscheinlich wirklich besser. Ah, da hätten sie wieder... Oh no. Links, rechts, links, rechts. Haha, ausgewichen. Oh, sag, jetzt bin ich, dass wir jetzt hier... Oh, jetzt bleibst du hier stehen. Da haben sich ein paar Nekrophagen einen schönen Tag gemacht. Das sollte ich mir mal ansehen. Okay, ich muss scheinbar die kurz abplätten, Freunde. Jetzt aber alles nichts. So, kommt her. Ja. Mach einen auf Schwertschlucker. Weg, 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 weg. Da, brenn. Brenn. Autsch, autsch. Oh, puh. Oh, ich bin so clever. Okay, never mind. Hat geklappt, Freunde. Alles cool. Wo kommst du denn her? Ey, das gilt nicht. Ach, guck mal. Beide brennen. Easy peasy. Die scheinen zu platzen, wenn die kurz vor dem Tod, kurz bevor die sterben. Ich will das ehrlich gesagt gar nicht ausprobieren, ob ich da Schaden bekomme. Domino Day. Wie kommen denn hier noch? Freunde, das ist doch doof hier. Was ist denn da los bei euch? Oh, oh, weg, weg, weg. Tja. That's the front. Ich sollte den Pferdekadaver untersuchen. Erstmal looten, Freund. Erstmal looten, ja? Gibt alles Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ah. So, let's have a look. Guck's dir an. Was haben wir denn da? Und der Egel mit dem Degen auch dir einen wunderschönen guten Tag und natürlich ein schönes Wochenende auch dir. Knochen. Die Knochen liegen hier schon eine Weile. Der Sattel ist angebissen. Nekrophagen fressen heutzutage aber auch alles. Ja, wenn sie Hunger haben. Riesige Klauen. Das war kein Nekrophage. Ein Hufeisen fehlt. Zufall? Oder ist das vielleicht das Tier, das in der Räucherei eins verloren hat? Der Kopf einfach abgerissen. Das erfordert enorme Kraft. Ja, da läuft. Fassen wir zusammen. Muss eine mächtige Kreatur gewesen sein. Hat sie kalt erwischt. Hoffentlich sind sie entkommen. Hm. Folge dem Tölkwolf. Die Spur führt weiter. Gut, dass sie hier noch nicht endet. Ja, dann mach jetzt aber hin, ne? Mir wird kalt. Mir wird ganz kalt. So kalt. Oh, Wölfe. Ja, dann komm her. Hau dich mal kurz eben weg. Kurz looten. So, weiter geht's. Finde ich nett, dass der Tölkwolf zumindest auf mich wartet.
Ich laufe jetzt einfach weiter, Freunde. Ich laufe jetzt einfach weiter. Ich hoffe, die Würfel sind nicht schneller als ich. Wobei, in der Theorie müssten es eigentlich sein. Na komm. Autsch! Da, brenn! So. Ich hau ich auch nochmal kurz weg. Ich brauche dringend mal eine stärkere Waffe, ne? Ich brauche irgendwas Heftiges. Ich will die alle one-hitten können. So, weiter geht's. Wo sind wir denn jetzt hier? Ist das nicht beim Weidler irgendwo? Ist das nicht? Sind wir nicht beim Weidler? Kann möglich sein, oder? War das hier? Sieht zumindest ähnlich aus. Knock, knock, who's there? Ah ne, okay, ich habe nicht beim Weidler. Ich möchte wohl, dass ich sie mir näher ansehe. Wer ist das? Nach nebenan. Geht schon. Was suchst du hier, Fremder? Unsere Hütte hat nichts zu bieten. Wir haben nichts. Wir wissen nichts. Ich suche jemanden. Zwei Frauen. Die Ehefrau und die Tochter des blutigen Barons. Hier war niemand, Herr. Wirklich? Na. Kam hier keiner vorbei? Die Tochter ist mittelgroß, etwa 20. Ihre Mutter schlank, etwa 40. Gesehen? Die kam doch neulich in der Nacht, oder Mama? Still, Junge. Habt ihr mich etwa belogen? Muss ich euch jetzt etwa töten? Ich will der Frau helfen. Vielleicht ist sie in Gefahr. Der Junge hat nichts gesehen, Herr. Er ist noch ein Kind. War nur ein Traum. Dann soll er mir seinen Traum erzählen. Also, Kleiner, was hast du gesehen? Wer war hier? Papa hat sie abends mitgebracht, die Dame, die Medizin macht. Sie hatte Angst, sprach von einem grässlichen Monster und dass sie zurück muss. Wohin weiß ich nicht. Mama und Papa haben sie aufgemuntert, ihr neue Kleidung gegeben. Ihre war zerrissen. Ja, das könnte ja wahrscheinlich dann eher nach Ciri, also könnte er Ciri sein, oder? Wo ist das Mädchen hin? Oder? Dein Sohn hat's verraten. Es bringt nichts, sich dumm zu stellen. Du siehst nicht aus wie die Männer ihres Vaters. Weil ich's auch nicht bin. Ich suche Tamara und ihre Mutter. Ich muss wissen, ob sie am Leben und in Sicherheit sind. Tamara ist es, ja. Sie ist zu meinem Bruder nach Ochsenfurt. Aber Frau Anna, das ist eine andere Geschichte. Aber überall ist's besser als auf Krähenfels mit dem Baron. Warum? Weil er sie geschlagen hat, Herr. Die Frau Anna, meine ich. Alle haben es gewusst, aber keiner hat was gesagt. Warum haben die sich denn getrennt? Warum sind sie nicht zusammen dann los? Was ist mit Tamaras Mutter passiert? Es war so. Ich habe in der alten Räucherei gewartet. Mit Pferden. Kalt war's und dunkel. Konnte fast nichts vor Augen sehen. Der Mond stand schon hoch. Doch sie kam nicht. Hab schon gedacht, ein Dämon hätte sie geholt. Aber dann kamen sie doch und wir sind zum Fluss. Dann gab's auf einmal einen Sturm. Dacht schon, der reißt mir die Rübe ab. Und dann diese Mistvögel. Riesenschwärme überm Wald. Haben gekreischt, dass ich aus den Ohren geblutet hab. Frau Anna hat geschrien, hat sich gekrümmt. Tamara hat sie an den Armen gehalten. Da hab ich's gesehen. Das Brandzeichen auf den Händen. Brandzeichen. Fragen wir erstmal was für Brandzeichen. Sie hat, also, wie von einem Brandeisen. Auf ihren Händen, innen. Brandeisen? Wie bei Tieren? Genau. Aber das waren keine verkrusteten Narben, sondern glühend heiße, als würden sie noch brennen. Okay. Machen wir noch ein bisschen aus. Und was geschah dann? Es wurde immer dunkler, als wären die Sterne erloschen. Und auf einmal verstummten die Grillen. Und dann, aus dem Wald, dieses Brüllen. Wow. Mir brach der Angstschweiß aus und mein Atem stockte. Da sprang eine Kreatur aus dem Wald, so groß wie eine Scheune, mit Hörnern und zwei glühenden Kohlenstücken als Augen. Dachte schon, das war's. Das Viech griff Frau Annas Pferd an, riss ihm den Kopf ab, trug sie in den Wald. Unsere Pferde,
Meins und Fräulein Tamaras erschraken und rissen sich los. Nur deshalb sind wir entkommen. Das Fräulein wollte zurück, nach ihrer Mutter suchen. Aber Mama flehte sie an, bis sie davon absah. Sagte, alleine würde sie dort draußen sterben. Also müssen wir wahrscheinlich nochmal in den Sumpf da, oder was? Warum hast du ihnen geholfen? Du hast einiges riskiert. Ich habe Fräulein Tamara was geschuldet. 3 Monde zuvor hatte mein Junge Fieber. Wir dachten schon, er würde sterben. Tamara hat davon erfahren. Versorgte uns mit Essen und Salben. Wir sind bettelarm. Sie hat meinen Jungen gerettet. Kein Zweifel. Ich selbst hätte mich nie getraut. Aber mein Weib hat gesagt, wir leben in einer Zeit von Krieg und Hass. Das Volk geht einen falschen Weg. Wir müssen Gutes mit Gutem vergelten. Wer nichts tut, dient dem Bösen. Du hast eine kluge Frau geheiratet. Ja, weise Worte. Ist eine Schande, dass wir Frau Anna nicht retten konnten. Ich werde es versuchen. Danke für deine Hilfe. Hoffentlich lebt sie noch. Dem Fräulein, dem wird's doch gut gehen, oder? Dafür gebe ich mein Bestes. Dum, dum, dum. Sprich mit dem Baron über seine Familie, findet Tamara, die Tochter des Barons, in Ochsenfurt. Ja, also ich glaube... Oh, hi. Hier trennen sich also unsere Wege. Ich danke dir, Dea. Geh in Frieden. Oder schwebe in Frieden. Schwebe, geh in Frieden. Vielleicht sowas. Oh, 300 XP, gucke mal. Gucke mal. So, Plötze, komm ran da. Komm ran da. So, also ich würde sagen, wir gehen zuerst zum Baron. Und dann schauen wir, wo wir von da aus hin müssen. Na, ich denke mal, das sollte noch passen. So, komm her, du. Schon mal aufsteigen, ja. Komm jetzt. Ach, schön ist, jetzt müssen wir nicht so in Schrittgeschwindigkeit da dem Tölpelbold hinterher, sondern jetzt können wir wieder reiten. Sehr schön. Ach, guck mal, hinten sind wir schon wieder richtig. Hä? Wie sind wir denn gelaufen? Das kam mir so übelst lange vor. Hier sind wir auch schon wieder da. Oder? Müsste. Oder? Hä? Wo geht's jetzt hier? Moment. Okay, nevermind. Ich muss hier wieder. Komm schon, Plätze. Zurück. I have to go back. Das ist halt immer so ein bisschen das Doofe, dass sich die Karte mitdreht, sobald ich mich bewege. Aber gut. Mach's halt auch nicht. So, da hinten haben wir die Brücke und dann geht's so. Ja, das Gute ist, dass wir die Tochter zumindest nicht retten müssen, weil die scheint ja noch. Was willst du? Was hast du gerade gesagt? Oh. Ich dachte, der wollte irgendwie mir fighten. Hat er nicht gerade gesagt, ich soll die Waffe ziehen? Ich wollte ihm mal jetzt den Gefallen tun. Jetzt kommen die an. Stirb! Beschädigte Gegenstände. Einer deiner Gegenstände ist in schlechtem Zustand. Repariere ihn, sonst funktioniert er nicht so gut. Ah ja. Nicht so gut heißt nicht, dass er nicht funktioniert, oder? Wie schmeckt dir das Silber? Uncut. Uncut, ich sage es euch, Freunde. So, was willst du jetzt eigentlich hier? Halt! Zum Zweikampf! Ich fordere dich heraus. Sind dir vielleicht die Stiefel zu groß? Vorsicht, nicht stolpern. Halt, sag ich. Ich bin Ronwied vom Sümpfle, gebunden durch einen heiligen Eid. Oh, das ist hart. Mein Beileid. Der Jungfer Heidelbeer Ehre zu erweisen, der schönsten aller mir bekannten Jungfern, indem ich 100 Ritter im Duell besiege. Nun aber spornstreichs gezogen. Nach dir kommen noch 99 weitere. Ich bin der Erste. Ich hau den mal kurz um. Zu Diensten. Bringen wir es hinter uns. Hier, Feuer. Was? Der brennt nicht fröhlich vor sich hin? Schon Stufe. Gut. Ich ergebe mich. Du hast doch nicht mal die Hälfte von deinem Leben verloren. Gib schon auf. Ja, das Glück war dir treu. Das Glück. Aber nächstes Mal... Nächstes Mal bringe ich dich um. Fordere mich nochmal heraus. Heb die Hand, zieh das Schwert, sieh mich schief an und ich töte dich. Bist du da so sicher? Ja.
Alter, jetzt so ein schöner Bitch-Slap, ne? Da bin ich mir sicher. Da bin ich mir so heftig sicher, bin ich mir da. So. Wo ist denn Plötze jetzt wieder hin? Plötze! Wo bist du gewesen? Hast du Durst gehabt oder was? Ich soll vielleicht wirklich. Ist das mein Stahl oder mein Ding ins Messer? Messer. Schwert. 62, 48. Also bei ist noch was dran. Aber ich glaube, das wird wahrscheinlich eher das Silberschwert sein. Steht ja auch da. Wobei, warte mal. Das macht sogar mehr Schaden. Mal Lucky machen. Können wir jetzt mal wechseln. Ja, jetzt sind wir so ein richtiger Wikinger, Freunde. Nein, wir brauchen kein Stahlschwert, jetzt haben wir eine Axt. Ja, ein stumpfes Bein haben wir. At least that. Mach mal ein bisschen mehr Schaden. So, let's go. Let's go. Ja, bin ich mal gespannt, wo wir gleich die Frau vorfinden. Ob wir sie überhaupt noch vorfinden. Warum ist das Tor jetzt eigentlich hier die ganze Zeit offen? Nach der offenen Tür oder was? Lasst mich durch! Weißt du, wer ich bin? Nein. Der Pferdebursche, den ich aus dem Feuer gezogen habe. Das werde ich dir nie vergessen. Hier, zum Dank. Wow, dein Leben ist 20 Kronen wert. Rüstung aufwerten. Verwende spezielle Rüstungsschmiedetische, um deine Rüstung vorübergehend aufzuwerten. So bekommst du einen Bonus auf deinen Rüstungswert. Cool. Ivor von Riva? Was? Ivor von Riva? Baron, Schmaron, wenn ich eine Bäuerin ficken will, mache ich das. Verbote sind mir Schnuppe. Ach so. Oder meinst du Eiervor? Hexer, auf ein Wort bitte. Alter, ich hab doch keine Zeit. Keine Zeit. Es dauert nicht lang. In der Nacht, als der Baron allen befahl, die Türen zu verriegeln und drinnen zu bleiben, was habt ihr, der Baron und du, getan? Dann musst du den Baron fragen. Apropos, wo steckt er eigentlich? Im Garten. Seit neuestem sitzt er stundenlang im Garten. Betrunken? Nein, er trinkt und isst nichts, sitzt nur da. Okay. Wo ist er denn? Der Jute. Ach, guck mal, da ist. Hallo. Hier bist du also. Siehst du die Stockrose hier? Die violetten Blüten habe ich aus Nazair mitgebracht. Anna hatte etwas darüber gelesen. Wollte sie unbedingt haben. Sie hat sich stundenlang um sie gekümmert. Sie war so glücklich dabei. Und diese da, die gefüllten? In Serikanien werden sie Paradiesvögel genannt. Aber Tamara nannte sie Paradiesdrachen. Sie hat sie geliebt. Sehe ich so aus, als ob mich das interessieren würde. Eine Schande, dass ich nie erfahren werde, welche Blumen der am liebsten gehabt hätte. Aber gut, dass ihre Seele frei ist. Alter. Ja. Ich bin Hexer, Söldner, whatever. Klar, erzähl mir ruhig deine Familienstory. Interessiert mich super mega doll. Ich habe Neuigkeiten über deine Familie. Du hast etwas herausgefunden? Lass uns reingehen. Hier draußen ist es ziemlich kühl. Wow. Er hat einen halben Kleiderschrank an und ihm ist gibt kalt. Gibt es Neuigkeiten? Deine Tochter ist in Ochsenfurt. Was zum Henker? Geht es ihr gut? Ist sie gesund? Ist sie sicher? Warum hast du sie nicht mitgebracht? Das habe ich nie angeboten. Du sagst, dass sie sicher ist. Hast du sie denn gesehen? Nein, ich sprach mit ihrem Fluchthelfer, der sie auch aufgenommen hat. Tamara ist wohlauf. Soweit ich verstanden habe, will sie dich weder wiedersehen noch zurückkehren. Ich traue keinem Bauerntölpel, der ihr vielleicht geholfen hat. Ich muss wirklich wissen, dass sie sicher ist. Geh zu ihr. Überzeug dich, dass sie sicher ist. Ich glaube keinem anderen. Ey, wir müssen echt eine halbe Weltreise machen. Ich bin dir dankbar.
Nimm diesen Anreiz. Und das hier könnte nützlich sein. Was ist das? Ein Geleitbrief. Seit die Redanier sich des Pontartals bemächtigt haben, ist es verdammt schwierig, Novigrad ohne Geleitbrief zu erreichen. Also gut, du solltest sie beide finden. Was ist mit Anna? Die habe ich noch nicht, aber ich bin hier auf der Spur. Also, worauf wartest du dann? Dass du mir was über Ciri sagst, wie vereinbart. Habe ich nicht gespielt. Na gut. Habe ich nicht gespielt, kann ich dir nicht sagen. Während Ciris Genesung haben wir sie auf die Jagd mitgenommen. Bisschen galoppieren, um nach der Bettruhe die Glieder wieder zu lockern. Dein Mädchen ist ein Glückspilz. Ein Wildschwein dieser Größe zu erlegen, wäre eines Festmahls König Volltests würdig, wäre er noch am Leben. Ciri, komm! Dir sollte die ganze Keule gehören, finde ich. Oh yeah, gib mir die Keule. Ausgezeichnet, Mädchen. Nicht schlecht, aber wer geht mit einem Schwert auf Wildschweinjagd? Bogen oder Speer waren nicht vorhanden, da blieb mir nur mein Schwert. Nun, du hast es schön geschwungen. Wo hat man dir das überhaupt beigebracht? Kaer Morhen, ja, soll super secret-mäßig bleiben, was keiner davon weiß. Und hier erzähl ich es erstmal schön, ich auf der Straße. Hier und dort und überall? Nicht überraschend, wenn du allein unterwegs bist. Jetzt bist du nicht mehr alleine. Jetzt gehörst du zu uns. Stimmt. Du gehörst zu uns. Wir trinken zusammen, haben zusammen ein Wildschwein erlegt, aber wir haben keine Ahnung, wie du hergekommen bist. Eine Frau im Männergewand. Klinge auf dem Rücken. Was bist du eigentlich? Eine Söldnerin? Du warst in der Art. Ich sag aber mal sowas in der Art. Ich weiß auch nicht, ob es so gut ist, weil die meisten Leute verabscheuen noch Hexer. Ja, und wenn ich jetzt sagen würde, hey Mensch, ich bin eine Hexerin, ist vielleicht doof. Ja, die Keule ist schön geschwungen, aber richtig ordentlich, ja. Also die Ciri, die weiß, wie man Keulen schwingt. Sagen wir, ich gehe meinen Geschäften nach und wenn ich was verdienen kann, schlage ich das Angebot nicht sofort aus. Ich fand's schon immer gut, wenn sich Mädchen in der Welt von heute verteidigen können. Schon gut, schon gut. Manche Frauen können Schwerter schwingen, ich kenne da eine. Aber Pferde können sie nicht besteigen, nur Schwänze. Sie reiten wie beschwipst, kein Wunder, wenn sie immer seitwärts aufsitzen. Wollen wir wetten? Denkst du, dass du schneller reiten kannst? Gerne. Worum wetten wir? Um das schwarze Pferd. Das im Stall. Oh, das kommt nicht in Frage. Vor allem, wie bescheiden ist das denn? Ja, der eine hat gerade gesagt, er findet es gut, dass Frauen sich in der heutigen Zeit verteidigen können. Ja, und die sitzen gerade in der Anwesenheit von dem Baron da, der ja seine Frau ordentlich verwamst hat. Ja, wenn sie sich auch mal hätte verteidigen können. Na, du machst aber ein düsteres Gesicht. Zu feige, um gegen eine Frau anzutreten? Das Pferd gehört mir. Ein Wettreiten gegen den Baron selbst? Was für eine Ehre. Oh, das wird ein unvergesslicher Anblick. In der Tat. Abgemacht. Wenn ich gewinne, bekomme ich dein Schwert. Abgemacht. An deiner Stelle würde ich nichts mehr trinken. Du brauchst einen klaren Kopf. Bei Tagesanbruch geht's los. Okay, ist der erste Pferderennen, dann Schwänzerrennen oder was? Angeblich sollen ja Frauen nur das besteigen können. Dann wäre es ja nur fair and square. So, gibt es ein Wettrennen? Okay. Velen, nördliches Timerien, Sonnenaufgang. Oh. Kann man ihn töten? Der Morgen dämmert. Bereit? Bereit. Wer zuerst beim Turm ist. Let's fetz. Aufsteigen. Los, Vier, Ciri, mach drei, uns keine Schande. 2, 1. Hopp, 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 hopp.
Du bist scharf auf das Pferd, was? Oh yeah. Ich hatte genauso eins. Das wird mein Pferd. Schneller. Ich muss den einfach mal abbringen. Ja, hier gibt's ja Gott sei Dank keine Flaggen, die hier geschwungen werden, von wegen das Überholen oder sowas. Ich muss den einfach nur wegbringen. That's all. Ein bisschen Abkürzung nehmen hier. Komm schon, Mädel! Komm schon, Mädel! Schneller! Weil ich bin schon da. Wow, easy peasy. Ciris Geschichte, das Rennen. Quest du bist der Wind, keine Frau. Du hast dir das beste Pferd verdient. Es gehört dir. Vielen Dank. Was? Noch eine Chance zu gewinnen.